Herzlich willkommen zu unserer Präsentation zum Studium in Australien und Neuseeland. In den kommenden Minuten stellen wir Ihnen das Institut Ranke Heinemann und die Universitäten Down Under sowie das Bildungssystem in Australien und Neuseeland kurz vor. Und wir geben Ihnen einen ersten Überblick zum Bewerbungsprozess und auch zur Finanzierung eines Studienaufenthaltes Down Under. Das Institut Ranke Heinemann ist eine Niederlassung des australischen Hochschulverbundes IDP und aller neuseeländischen Universitäten. Seit über 40 Jahren steht unsere Organisation, der australische Hochschulverbund IDP, im Dienst aller australischer Hochschulen. Er wurde 1969 von der australischen Hochschulrektorenkonferenz als Not-for-Profit-Organisation gegründet und mittlerweile sind wir mit 75 Büros in 29 Ländern tätig. In Deutschland finden Sie uns in Berlin, Essen, Stuttgart und München und in Österreich finden Sie uns in Wien. Da wir allen australischen Universitäten gehören, ist es unser Auftrag, objektiv, neutral und umfassend Studierende in aller Welt zu beraten, zu betreuen und ihnen einen erfolgreichen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Und erfolgreich, das heißt für uns dasselbe wie für Sie, nämlich mit einem Abschluss in der Tasche oder mit bestandenen Kursen. Und so betreuen wir im Jahr über 2000 deutsche und österreichische Studierende, die ihren Studienaufenthalt Down Under planen. Und nicht ganz ohne Stolz können wir auf eine Erfolgsquote verweisen, die bei 99% liegt. Das heißt also, 99% unserer Studierenden erhalten über uns ein Studienplatzangebot ihrer Wunschuniversität. Ganz besonders wichtig ist für Sie, dass für Studierende unsere Dienstleistungen nicht gebührenpflichtig sind, da wir allen australischen und neuseeländischen Universitäten gleichermaßen dienen. Unsere Betreuung ist also schon in den Studiengebühren enthalten. Also bitte achten Sie darauf, Sie erwerben mit Ihrem Studium in Australien Anrecht auf viele Dienstleistungen und Förderungen, die Ihnen von den Universitäten schon im Heimatland, also durch uns, zur Verfügung gestellt werden. Wo können Sie nun in Australien studieren? In Australien gibt es insgesamt 40 Universitäten und wie Sie es hier bereits sehen können, sind die meisten davon an der Ostküste Australiens zu finden und natürlich auch in den Großstädten Australiens. In Sydney beispielsweise finden Sie schon 6 Universitäten und in Melbourne 7. Natürlich sind aber auch die Universitäten in den anderen Städten Australiens oder auch auf der Westküste oder im Norden und Süden Australiens nicht zu vernachlässigen. Da wäre zum Beispiel Perth zu nennen mit 5 Universitäten. In Adelaide finden Sie 3 sehr gute Universitäten. Ganz im Norden finden Sie in Darwin die Charles Darwin University und im Süden auf der Insel Tasmanien finden Sie natürlich auch die University of Tasmania, die Sie ebenfalls nicht außer Acht lassen sollten. Die älteste Uni in Australien ist die University of Sydney. Die wurde 1850 gegründet und gehört heute auch mit zu der sogenannten Group of Eight. Die Group of Eight, das sind die 8 Universitäten in Australien, die am forschungsstärksten und auch am traditionsreichsten sind. Zu dieser Group of Eight können Sie zählen, wie Sie hier sehen können, die Australian National University in Canberra, die Monash University in Melbourne, die University of Melbourne, the University of Queensland, die in Brisbane zu finden ist, the University of Sydney, the University of Western Australia in Perth, the University of Adelaide und auch die University of New South Wales, also die UNSW in Sydney. Von den 40 Universitäten in Australien sind 2 Universitäten private Universitäten, das ist also die Notre Dame University in der Nähe von Perth und die Bond University an der Gold Coast. Alle anderen 38 Universitäten werden folgendermaßen finanziert. Zum einen werden sie aus öffentlichen Geldern finanziert und zum anderen natürlich aus den Studiengebühren und den Erträgen durch Forschungsprojekte und Forschungsarbeiten. Diese gemischte Finanzierung hat einen speziellen Charakter der Universitäten in Australien zufolge, denn zum einen können damit die Universitäten ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte selbst festlegen. Auf der anderen Seite gelten aber durch die staatliche Finanzierung auch Qualitätsstandards, die staatlich geregelt sind und dementsprechend werden alle Universitäten und alle Lehrangebote der Universitäten auf die Qualität hin staatlich überprüft und so können Sie sicher sein, dass Sie sehr gute Studienprogramme in Down Under vorfinden werden. In Neuseeland finden Sie insgesamt 8 Universitäten. Wie Sie hier sehen, sind 5 davon auf der Nordinsel gelegen und 3 Universitäten auf der Südinsel.
Die neuseeländischen Universitäten werden folgendermaßen finanziert. Zum einen werden sie aus öffentlichen Geldern finanziert und natürlich zum anderen Teil aus Studiengebühren und auch Forschungserträgen. Das hat ebenfalls zur Folge, dass natürlich die Studienprogramme und die Universitäten auf die Qualität hin staatlich geprüft werden und dass die Universitäten natürlich auch hier in Neuseeland ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte selbst wählen können. Die neuseeländischen Universitäten haben sich also ganz besonders einen Namen gemacht im Bereich Land-, Garten- und Forstwirtschaft, Umweltwissenschaften, Tourismus, Architektur, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissen und Ingenieurswissenschaften. Die Bildungssysteme in Australien und Neuseeland sind sich sehr ähnlich und sind mittlerweile auch relativ vergleichbar mit dem deutschen oder auch österreichischen Studiensystem. Grundsätzlich sind die Bildungssysteme Down Under einheitlich strukturiert, modularisiert und auch durchlässig, was es deutschen und österreichischen Studierenden sehr gut ermöglicht, auf dem Studienlevel einzusteigen, das sie bereits im Heimatland erreicht haben. Das Studiensystem ist also so aufgebaut, dass Sie nach dem Schulabschluss, also das dem Senior Secondary Level entspricht, direkt in das Undergraduate Level, also in das Bachelor-Programm einsteigen können. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Levels können Sie also dann in den sogenannten Postgraduate-Bereich einsteigen. Und der Postgraduate-Bereich, der ist etwas anders strukturiert als in Deutschland und Österreich. Der besteht also aus den verschiedensten Abschlüssen. Hier wären das Graduate Certificate, das Graduate Diploma zu nennen, genauso wie das Master's Degree oder auch das Doctoral Degree und als kleiner Zusatz auch das Honors Year. Zu den Studienbedingungen Down Under ist zu sagen, dass sie grundsätzlich an allen Universitäten mit sehr gut ausgestatteten Seminarräumen rechnen können, mit modernen Computerräumen und natürlich auch mit umfangreichen Bibliotheken, die auch sehr studentenfreundliche Öffnungszeiten aufweisen. Das heißt also 24 Stunden täglich, 7-mal die Woche ist keine Seltenheit. Weiterhin können Sie auf dem Campus Sporteinrichtungen nutzen. Sie werden Studentenclubs vorfinden und natürlich auch medizinische Einrichtungen oder auch Einkaufsmöglichkeiten und auch Restaurants und Bars. Die Betreuung der internationalen Studenten in Australien wird dann durch das International Office der Universität übernommen. Auch dieses International Office finden Sie natürlich auf dem Campus. Und die Mitarbeiter des International Office sind für Sie die erste Anlaufstelle in allen Lebenslagen, in allen Fragen, die Ihnen Down Under dann begegnen werden. Sei es, dass Sie Probleme mit Ihrem Englisch im Studium haben oder dass Sie beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Vermieter haben oder auch in spezielle Buddy-Programme an der Universität aufgenommen werden möchten und so weiter und so fort. Also egal, was Ihnen begegnet in Australien, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte immer gern an das International Office. Der Studienalltag im Einzelnen ist relativ vergleichbar mit dem in Deutschland und Österreich. Sie werden also Vorlesungen, Seminare und Tutorien belegen. Im Undergraduate-Bereich, also auf dem Bachelor-Level, kann das sehr gut verschulter wirken. Das heißt also auch die Anwesenheit wird kontrolliert. Ihre Studienleistungen werden darin bestehen, dass Sie zum Teil auch viel Eigenarbeit erbringen werden. Lektüre, Recherche steht sicherlich auch an. Einer der wichtigsten Unterschiede allerdings zwischen Australien und Neuseeland und Deutschland und Österreich ist zum Beispiel die Leistungserhebung. Sie werden also unter dem Semester regelmäßig Leistungen erbringen müssen in Form von Aufsätzen, Hausarbeiten, Klausuren, Referaten oder auch anderen Leistungen werden Sie also wöchentlich oder auch zweiwöchentlich sozusagen geprüft. Das Ganze hat zum Vorteil, dass die Entscheidung über Bestehen oder Nichtbestehen nicht allein von einer Klausur am Ende des Semesters abhängt, sondern dass sie natürlich kontinuierlich geprüft werden und hier also die Durchfallquote sehr, sehr gering ist. Zu Beginn Ihrer Planung Ihres Auslandsaufenthaltes stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen. Zum Beispiel, wie finde ich die passende Universität und das passende Programm für mich? Wo kann ich mich weiterführend informieren? Wie und wo bewerbe ich mich? Oder auch, welche Unterlagen werden benötigt für die Bewerbung an einer Universität?
Dies sind Fragen, die wir Ihnen natürlich gerne beantworten, denn das Institut Ranke Heinemann stellt Ihnen also ein komplettes Beratungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung. Und egal an welche Universität Sie gerne gehen möchten, wir beraten Sie objektiv und umfassend und finden dann mit Ihnen gemeinsam auch die richtige Hochschule für Sie. Sie finden uns im Internet hier in dieser Online-Präsentation beispielsweise. Sie können auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen über unsere Online-Seminare, die wöchentlich zu bestimmten Themen stattfinden. Sie können jederzeit mit uns telefonisch oder auch per E-Mail Kontakt aufnehmen und natürlich auch Beratungsgespräche in unseren Informationszentren vereinbaren. Wir werden mit Ihnen zusammen dann die passende Hochschule für Sie finden, denn die Auswahl Down Under ist schon relativ groß. Da helfen wir Ihnen also gerne, die richtige Uni für Sie zu finden. Wir helfen Ihnen auch dabei, die Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, geben Ihnen also die Informationen, die Sie brauchen, um tatsächlich die komplette Bewerbungsmappe zusammenzustellen. Wir geben Ihnen Tipps beim Ausfüllen der Formulare und natürlich übersetzen wir Ihre akademischen Zeugnisse, wenn die Universität diese Ihnen nicht auf Englisch ausstellen kann. Und wir können zum Beispiel auch Beglaubigungen für Sie übernehmen. Das heißt, hier kommen also keine teuren Notarkosten oder auch andere Kosten für Beglaubigungen auf Sie zu. Wir werden ebenfalls Ihre Bewerbungsunterlagen entgegennehmen, diese aufbereiten und an die Universitäten weiterleiten. Wir werden dann den kompletten administrativen Ablauf mit den Universitäten erledigen. Das heißt also, hier sind Sie völlig entspannt. Am Ende des kompletten Bewerbungsprozesses werden Sie auch Ihr Studienplatzangebot zugesandt bekommen. Die Programme, die Sie Down Under studieren können, sind natürlich sehr vielfältig. Sie können im Undergraduate-Bereich und im Postgraduate-Bereich studieren. Dabei können Sie einen kompletten Bachelor-Studiengang absolvieren, der je nach Studienrichtung zwischen 3 und 4 Jahre dauern wird. Sie können das sogenannte Honors Year absolvieren. Das ist ein Aufbaujahr auf einen 3-jährigen Bachelor, das also sehr, sehr guten Studenten zur Verfügung gestellt wird und in Australien aus der ersten kleinen Forschungsarbeit besteht. In Neuseeland ist das Honors Year also ein zusätzliches Jahr an Lehrveranstaltungen, in denen Sie sich also in Ihrem Bachelor-Studiengang weiter qualifizieren können. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, sich für den sogenannten Transfer Bachelor zu bewerben. Das bedeutet also, dass Sie ein Bachelor-Programm hier in Österreich oder Deutschland bereits begonnen haben, dass Sie dieses in Australien oder Neuseeland zu Ende führen. Dabei werden Ihnen teilweise Leistungen aus Österreich und Deutschland angerechnet und Sie werden dann am Ende den australischen oder neuseeländischen Abschluss bekommen. Im Bereich des Aufbaustudiums haben Sie hier die Möglichkeit, das sogenannte Graduate Certificate, was ein Semester lang dauert, zu absolvieren, oder auch das Graduate Diploma, was insgesamt 2 Semester dauert. Beide Programme sind sehr intensive, kurze und sehr praktische Programme, die Ihnen also Zusatzqualifikationen zu Ihrem Bachelor beispielsweise ermöglichen, aber auch einen Fachwechsel ermöglichen können, wenn Sie beispielsweise ein Masterprogramm absolvieren wollen, das nicht auf Ihren Bachelor aufbaut. Dann fungieren also Graduate Certificate und Graduate Diploma als sogenannte Bridging Programs, die Ihnen also die nötigen Fachkenntnisse vermitteln, um dann im Master weiter zu studieren. Die Masterprogramme in Australien können 1 bis 2 Jahre dauern. Häufig gibt es also 1,5-jährige Masterprogramme. Hierbei gibt es die verschiedenen Modi. Das heißt, Sie können einen 1-jährigen Master bei Coursework, also nur mit Lehrveranstaltungen, absolvieren. Sie können aber auch einen Master bei Research absolvieren, der dann auch 1 Jahr dauert und aus einer Forschungsarbeit besteht. Hier sind also keine weiteren Lehrveranstaltungen vorgesehen. Sie können aber auch den klassischen Master machen, der also aus 1 Jahr Coursework und 1 Jahr Research, also einer Forschungsthese von 1 Jahr besteht. In Neuseeland werden Sie meist nur den 2-jährigen Master finden. Das heißt also, hier werden Sie 1 Jahr Coursework und 1 Jahr Research absolvieren, um dann mit dem Masterabschluss aus Neuseeland abzuschließen. Im Postgraduate-Bereich wäre dann noch der PhD zu nennen. Das ist also der klassische Doktor, das Doktoratsstudium, das Sie auch in Australien, Neuseeland absolvieren können. Hier werden also 3 bis 4 Jahre je nach Forschungsprojekt und Studienrichtung veranschlagt.
Das sogenannte Study Abroad Programm ist für sehr, sehr viele Studenten attraktiv, denn das Study Abroad ist das klassische Gastsemester oder auch das Gastjahr. Das bedeutet also, dass Sie innerhalb Ihres Studiums in Österreich oder Deutschland für ein oder zwei Semester an einer australischen oder neuseeländischen Universität studieren werden. Hier können Sie fächerübergreifend Kurse wählen und dann sich diese Kurse in Deutschland oder Österreich anerkennen lassen. Das Study Abroad Programm können Sie sowohl im Undergraduate-Bereich als auch im Postgraduate-Bereich belegen. Auch Sprachkurse können Sie in Australien oder Neuseeland absolvieren. Hier bieten die Spracheninstitute der Universitäten sehr, sehr gute Angebote an. Entweder können Sie hier einen allgemeinen Sprachkurs absolvieren oder eben dann auch einen Sprachkurs mit Spezialisierung, zum Beispiel im betriebswirtschaftlichen Englisch oder auch im Englisch für Mathematik beispielsweise. Für ein Studium in Australien und Neuseeland müssen einige Zulassungsvoraussetzungen erbracht werden. Das sind zum Beispiel die Englischkenntnisse und auch ein gewisser Notendurchschnitt, der verlangt wird. Welcher Notendurchschnitt das hier ist, das erfragen Sie bitte bei uns, denn der variiert von Studienprogramm zu Studienprogramm und natürlich auch von Universität zu Universität. Also nehmen Sie hier bitte kurz mit uns Kontakt auf und dann können wir Ihnen Auskunft darüber geben. Für ein Study Abroad Programm müssen Sie zusätzlich zu den Englischkenntnissen und zu dem geforderten Notendurchschnitt müssen Sie mindestens zwei abgeschlossene Fachsemester an Ihrer Heimathochschule nachweisen können. Wenn Sie im Undergraduate-Bereich studieren möchten, also ein komplettes Bachelor-Programm belegen möchten, dann werden Sie ein Abitur oder auch die Fachhochschulreife nachweisen müssen oder natürlich die Matura, wenn Sie aus Österreich stammen. Für einen Postgraduate-Studiengang müssen Sie einen ersten akademischen Abschluss nachweisen. Das wäre also der Bachelor oder auch das Diplom oder der Magister oder auch das erste Staatsexamen. Und falls Sie noch in einem der alten Studiengänge, also Magister- oder Diplom-Studiengänge, studieren, dann können Sie gegebenenfalls auch in das Postgraduate-Level aufgenommen werden, wenn Sie Ihr Vordiplom im vierten Semester absolviert haben und darauf aufbauen, 2 bis 3 weitere Fachsemester erfolgreich abgeschlossen haben, dann werden Ihnen also diese 6 bis 7 Fachsemester als ein Bachelor-Äquivalent anerkannt und auch dann werden Sie in den Postgraduate-Bereich zugelassen. Wenn Sie an einem MBA interessiert sind, dann benötigen Sie zusätzlich zu den akademischen Leistungen und zu Ihren Englischkenntnissen relevante Berufserfahrung. Je nach Universität werden hier 2 bis 5 Jahre vorausgesetzt. Die australischen und die neuseeländischen Universitäten bevorzugen den IELTS-Test als einen Englischnachweis, den Sie Ihren Bewerbungsunterlagen beilegen sollten. Der IELTS-Test ist vergleichbar mit dem TOEFL-Test. Beide Tests sind standardisierte Sprachtests und testen alle 4 Fertigkeiten im Sprachkönnen ab. Das heißt also Hörverständnis, Lesen, Schreiben und Sprechen werden hier abgetestet. Wenn Sie sich für den IELTS-Test anmelden wollen, der vom British Council verwaltet und getestet wird, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie das akademische Modul wählen und nicht das sogenannte General Training, denn nur das akademische Modul wird auch von den Universitäten Down Under anerkannt. Insgesamt können Sie im IELTS-Test 9 Punkte erreichen, als Gesamtnote oder auch in jedem Teilbereich. Generell wird von den Universitäten ein Gesamtdurchschnitt im Bereich 6 bis 7 Punkte verlangt. Häufig wird allerdings auch die Bedingung gestellt, dass keiner der 4 Teilbereiche unter 6,0 Punkte absolviert wurde. Viele Universitäten akzeptieren aber auch neben IELTS- und TOEFL-Tests sogenannte alternative Sprachnachweise. Das können zum Beispiel Ihr Abiturzeugnis oder auch Ihr Maturazeugnis sein. Der Sprachtest des Deutschen Akademischen Austauschtests wird auch sehr häufig akzeptiert oder eben auch Abitur-Matura in Kombination mit dem DAAD-Test. Ob die Universität, für die Sie sich bewerben möchten, einen sogenannten alternativen Sprachnachweis akzeptiert, das erfragen Sie bitte bei uns. Da können wir dann also direkt nachschauen und Ihnen hier Auskunft drüber geben.
Das Studium in Australien und Neuseeland ist kostenpflichtig und mit welchen Studiengebühren Sie rechnen müssen, können Sie hier auf dieser Folie sehen. Das bedeutet also, für ein Study Abroad Semester müssen Sie zwischen 6.500 bis 11.500 australische oder neuseeländische Dollar einkalkulieren. Für ein Bachelorprogramm müssen Sie ebenfalls mindestens 16.000 australische oder neuseeländische Dollar pro Jahr einrechnen. Für einen Master gilt dies ebenfalls, genauso wie für den Master of Laws, das Spezialprogramm für Rechtswissenschaftler. Im MBA-Bereich variieren die Studiengebühren sehr, sehr stark je Programm. Das kann also zwischen 20.400 und 65.000 australische bzw. neuseeländische Dollar umfassen. Für einen Sprachkurs müssten Sie ca. 320 bis 400 Dollar pro Woche mit einkalkulieren. Ein Auslandsstudium in Australien und Neuseeland kann aber teilweise auch finanziert werden durch beispielsweise das Auslands-BAföG, durch Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, durch individuelle Stipendien Ihrer Heimathochschule, die finden Sie unter dem Namen PROMOS. Des Weiteren bieten Stiftungen in Deutschland Stipendien für Auslandsvorhaben an. Stiftungen gibt es relativ viele, deswegen nutzen Sie hier den sogenannten Stiftungsindex für Ihre Recherche. Und natürlich kommen auch Bildungskredite und Bildungsfonds für Sie in Frage. Welche Studienkredite oder welche Bildungsfonds für Sie geeignet sind, da können Sie Ihre Recherche mit der Studie des Zentrums für Hochschulentwicklung beginnen, die Sie unter dem angegebenen Link finden können. Auch die Ranke-Heinemann-Studienstiftung bietet Stipendien an. Das wären das Vollstipendium und das Teilstipendium. Weitere Informationen zu diesen Stipendien finden Sie auch auf unserer Homepage oder nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. In Australien und Neuseeland haben Sie auch die Möglichkeit, neben dem Studium zu arbeiten. Während des Semesters können Sie also 20 Stunden pro Woche arbeiten und in den semesterfreien Zeiten haben Sie eine Arbeitserlaubnis für eine Vollzeitbeschäftigung. Wenn man sich für Stipendien bewerben möchte, muss man davon ausgehen, dass die Konkurrenz sehr groß ist und dass man auch bei sehr guten Noten nicht immer auch das Stipendium bekommt. Eine Förderung, die Sie aber definitiv bekommen, das ist die Sprachtestförderung der Ranke-Heinemann-Studienstiftung, die sich auf 180 Euro beläuft und hiermit die Kosten für einen Sprachtest, den IELTS oder auch TOEFL-Test zum großen Teil abdeckt. Diese Förderung bekommt jeder Student, der durch das Institut Ranke-Heinemann betreut wird und sein Studium Down Under beginnt. Bevor man seinen Auslandsaufenthalt Down Under antreten kann, kommen natürlich viele Fragen auf. Zum Beispiel, welche Universität ist überhaupt die richtige für mich? Welches Programm werde ich belegen? Wo finde ich alle Informationen, die ich brauche? Und wie bewerbe ich mich tatsächlich? Hierfür haben wir für Sie unsere Homepage so aufgebaut, dass Sie sich also sehr viele Informationen auch selber zusammensuchen können. Und natürlich können Sie auch jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Die Studienprogrammsuche, die Sie direkt auf unserer Startseite verlinkt finden, hilft Ihnen dabei, die Universitäten zu identifizieren, die Studienprogramme in Ihrem Studienbereich anbietet. Weitere Informationen über die Universitäten, die finden Sie in einem Überblick unter den Uni-Kurzporträts verlinkt. Darüber hinaus können Sie über unsere Homepage auch Kataloge und Prospekte der Universitäten anfordern, entweder als PDF zum Download oder auch per Post in Papierform. Weiterhin können Sie den Qualifikationscheck auf unserer Homepage ausfüllen und bekommen dann auch von uns hier sehr schnell eine Rückmeldung, ob Sie Chancen haben, mit Ihren akademischen Leistungen an Ihrer Wunschuniversität angenommen zu werden. Und natürlich können Sie jederzeit mit Ihren Fragen zu uns kommen. Wie Sie hier oben rechts in der Ecke sehen, sind unsere Kontaktdaten auf unserer Homepage verlinkt und Sie können jederzeit also per Telefon, per E-Mail oder auch persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Nachdem Sie Ihre Wunschuniversität gefunden haben, kommt es nun zur Bewerbung. Und wichtig zu wissen für Sie ist, dass Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nicht nach Australien schicken müssen, also hier keine Portokosten oder sonstige Zeitverzögerungen auf Sie zukommen, sondern dass Sie natürlich Ihre Unterlagen direkt in unseren Informationszentren einreichen können. Das kann zum Beispiel unser Informationszentrum in Essen oder in Stuttgart sein. Oder wenn Sie in Österreich wohnen, dann können Sie Ihre Unterlagen direkt an das Informationszentrum in Wien senden.
Wir nehmen dann dort Ihre Unterlagen entgegen, fertigen gegebenenfalls Beglaubigungen an, Übersetzungen und bereiten Ihre Unterlagen so auf, dass wir sie auch dann an die Universitäten schicken können. Wenn Sie sich bewerben wollen, achten Sie darauf, dass das akademische Jahr in Australien in 2 Semester geteilt ist. Also das erste Semester beginnt im Februar und endet im Juli. Das zweite Semester beginnt im Juli und endet im Dezember. Wenn Sie sich bewerben möchten, dann reichen Sie am besten Ihre Unterlagen für das erste Semester bis spätestens Oktober bei uns ein und für das zweite Semester bis März, April. Für beide Semester gilt allerdings auch, dass auch kurzfristigere Bewerbungen möglich sind. Hier nehmen Sie einfach nochmal mit uns Kontakt auf. Wir fragen dann gegebenenfalls an den Universitäten an und können dann auch kurzfristigere Bewerbungen noch mit einreichen. Nachdem Sie Ihre Bewerbung eingereicht haben und wir den kompletten administrativen Prozess für Sie übernommen haben, werden Sie ein Studienplatzangebot von Ihrer Wunschuniversität durch uns übermittelt bekommen und dieses können Sie dann natürlich annehmen. Die Annahme erfolgt durch die Zahlung Ihrer Studiengebühren semesterweise im Voraus. Indem Sie den Studienplatz angenommen haben, können Sie natürlich auch Ihren Flug buchen. Dann warten wir nur noch auf die Einschreibebestätigung der Universität und mit dieser Einschreibebestätigung können Sie dann das Visum bei der Botschaft beantragen. Dann, nachdem Sie das Visum bekommen haben, fliegen Sie nach Australien und Neuseeland und kommen dann am besten pünktlich zur Orientation Week an, denn die Orientation Week ist sehr, sehr wichtig für internationale Studenten. Zum einen werden Sie hier mit dem Studienleben und dem Campus vertraut gemacht, zum anderen werden Sie auch an vielen sozialen Events teilnehmen und auch hier dann schon die ersten Bekanntschaften schließen. Weiterhin haben Sie in der Orientation Week die Möglichkeit, auf Wohnungssuche zu gehen, wenn Sie das nicht bereits im Vorfeld gemacht haben. Wohnungsmöglichkeiten findet man on-campus, also in Wohnheimen oder auch off-campus in privaten Mietwohnungen oder auch WGs. Je nachdem, wenn Sie Informationen zur Wohnungssuche brauchen, dann können Sie natürlich uns jederzeit fragen oder auch das Accommodation Office Ihrer Wunschuniversität kontaktieren. Zur Wohnungssuche und zum kompletten Erfahrungsaustausch möchten wir Ihnen auch unseren Alumni-Club, den VA-Club, empfehlen. Hier sind alle Studenten Mitglieder, die das Institut Ranke Heinemann während ihres Bewerbungsprozesses betreut hat. Das heißt also, hier können Sie Kontakt aufnehmen mit Studenten, die bereits in Australien waren, bereits dort sind oder auch dorthin fahren möchten. Das heißt, hier können Sie zum Beispiel in Foren mit sehr vielen Studenten Kontakt aufnehmen und Ihre Erfahrungen austauschen oder auch nach Erfahrungen unserer Alumni fragen. Weiterhin möchte ich Sie noch auf unser Magazin aufmerksam machen, dass der sogenannte Down Uniter, der ist auch auf unserer Homepage verlinkt. Hier werden Sie auch Artikel zu speziellen Themen finden, beispielsweise Jobsuche oder auch Wohnungssuche. Auch das Ranke Heinemann TV möchte ich Ihnen noch empfehlen. Hier sind kleine Filme hinterlegt von den Universitäten selbst oder auch von unseren Studenten gedreht. Hier können Sie zum Beispiel Einblick in den Campus der Universitäten nehmen, in die Wohnheime. Sie können Dozenten sprechen hören zu ihren Studienprogrammen oder auch zu ihren Forschungsprogrammen. Und natürlich können Sie auch hören, wie es Studenten Down Under an ihrer Wunschuniversität gefällt. Damit wären wir auch am Ende unserer Präsentation angelangt. Wir würden uns freuen, Sie bald in einem unserer Online-Seminare begrüßen zu können oder auch per E-Mail, per Telefon oder in unseren Informationszentren von Ihnen zu hören.